Am vergangenen Donnerstag führten die Studentinnen der Hochschule Heilbronn, Anja Autenried und Christine Raub, eine Umfrage in Köthen zur Kennzeichenliberalisierung durch. Köthen ist die 163. Stadt, in der die Befragung im Rahmen des Projektes Heilbronner Initiative Kennzeichenliberalisierung stattfindet. Mindestens 250 Köthener sollten befragt werden. Eine Vielzahl deutscher Städte hat in den vergangenen 40 Jahren ihr Kfz-Kennzeichen verloren. Grund waren die zahlreichen Um- und Neustrukturierungen der Landkreise. Nach Ansicht von Professor Dr. Ralf Bochert, Leiter der Fachbereiche Volkswirtschaftslehre und Destinationsmanagement im Studiengang Tourismusmanagement der Hochschule Heilbronn, verzichten diese damit auf ein wichtiges Identitätsmerkmal. Über 30.000 Personen in Deutschland wurden bereits befragt. Allein in Sachsen-Anhalt wurde diese Befragung schon in 10 Städten durchgeführt. Die Bürgerbefragung dauert jetzt diese Woche hier in Sachsen-Anhalt noch an. Deutschlandweit sind wir auch nächste Woche noch unterwegs. Wir haben jetzt hier in Sachsen-Anhalt 3 Städte befragt aktuell. Das waren Querfurt, heute in Köthen und morgen sind wir in Klötze. Insgesamt waren wir in Sachsen-Anhalt schon in 10 Städten. Städte verloren mit ihrem eigenen Kfz-Kennzeichen ein Teil ihrer Außenwirkung, aber auch ein Stück innere Identität, argumentierte Professor Dr. Ralf Bochert. Die große Mehrheit von gut 74% der Befragten in den Städten äußerte den Wunsch zur Rückkehr zu ihrem Altkennzeichen. 12% sprechen sich für die Beibehaltung der aktuellen Situation aus. Je kürzer der Kennzeichenverlust zurückliegt, desto mehr Befürworter gibt es. Vor allem die deutliche Zustimmung der jüngsten Altersgruppe von 16 bis 30 Jahren fällt auf. In einem Landkreis sind mehrere unterschiedliche Autokennzeichen möglich. Und die Stadt Köthen hat sich schon deutlich dahingehend positioniert, dass sie im Falle, dass dies möglich wird, gern das alte Köth zurück hätte. Ein formeller Stadtratsbeschluss existiert allerdings nicht. Jedoch wurde bereits Anfang des Jahres im Bundesrat über einen Gesetzentwurf bezüglich der Kennzeichenliberalisierung entschieden. Beim Bundesrat wurde der Gesetzentwurf aufgrund des Wunsches der Bundesländer vorgelegt. Die Abstimmung über diese Wiedereinführung der alten Kennzeichen findet voraussichtlich im Juli diesen Jahres statt. Natürlich kann man dazu noch nicht sagen, wie es ausgeht, aber da es aufgrund des Wunsches der Länder vorgelegt wurde, gut möglich. Die Weichen sind also gestellt. Nun sollen die Umfragen die Städte bestärken, mit einem eigenen Kfz-Kennzeichen ihren Marktwert neuen Ausdruck zu verleihen.